Gottesbedingt, dann können Sie bitte fortfahren. Ja. Danke. Hi, ich hätte gern den Crunchy Chicken Crunchy Deluxe, Chicken. Den neuen. Den neuen. Es ist dieser diese Coupon, der 2 für 6. Ja. Crunchy oder 2 Woppe. Okay. Oder gemischt, ein Woppe, ein Crunchy. Okay, und einzeln kann ich den auch haben? Einzeln, nein, nur 2. Nur 2, es kostet 6 Euro. Okay. Dann 2 Crunchy. Ja, genau. Und eine große Cola Light mit Eiswürfel, bitte. Mit Eis. Oh, könnte ich den einen mit Käse haben? Geht es noch? Ja, dann. Einen mit Käse und den anderen ohne. Das wäre super. Danke. Ist Beleg drin? Beleg drin. Ja, danke dir. Ciao. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Stay Angry Fast Food Review. Wir haben unser Essen. Jetzt suchen wir unseren Parkplatz und dann schauen wir, was er kann. Der Crunchy Chicken von Burger King. Ich habe für 2 Crunchy Chicken 6,30 Euro gezahlt. 30 Cent mehr, weil ich einen mit Käse bestellt habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt so richtig war, was die gute Frau gesagt hat, weil sie hat gesagt, man kann die nur doppelt bestellen und nicht einzeln. Also das heißt entweder 2 Crunchy Chicken oder ein Whopper und ein Crunchy Chicken. Aber einzeln geht nicht. Falls jemand von Burger King zuschaut. Informiert mich mal, schreibt es mal unten in die Kommentare, stimmt das? Kann das sein? Oder ist es einfach nur falsch? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das nicht einzeln machen kann. Egal! Burger King hat mir hier diese kleine Mini-Tüte mit den 2 Crunchy Chicken drin gegeben, weil sie anscheinend keine normalen Tüten mehr hatten. Tablet! Es hat ca. 32 Grad draußen. Ich stehe in der prallen Sonne auf einem asphaltierten Parkplatz bei Burger King. Nebendran ist McDonald's. Ich habe keine Freunde und auch kein anderes Hobby. Ich habe keine Ahnung, welcher jetzt das hier ist. Wir machen einfach mal einen auf und schauen uns an, was drin ist. Es raschelt wieder. Ah, okay, das ist der mit Käse. Käse. Dann machen wir erstmal einen anderen auf. So. Wir haben jetzt ein Problem. Wenn ich den jetzt an die Kamera halte, knallt volle Kanone die Sonne drauf und ihr seht ihn wahrscheinlich nicht mehr so schön. Wir probieren es jetzt einfach mal. Aufpassen, jetzt ist er schön im Schatten und jetzt kommt er voll in die Sonne. Naja, ich sehe es ja dann, wenn ich schneide, ob es gut ist oder nicht. Wir haben ein Potato Bun. Ja, wir haben mal ein anderes Bun bei einer Fastfood-Kette. Vielen Dank dafür, Burger King. Darunter verbirgt sich Salat im Weide. Nee, möchte mich nicht mehr so viel aufregen. Mayonnaise, Salat. Eine Mini-Tomate, das Chicken Bun, was man jetzt hoffentlich sieht in der knallprallen Sonne. Und unten ist auch nochmal Mayonnaise. Jetzt muss ich irgendwie, weil ich brauche ja wieder ein Foto für, oh Gott, diese Social-Media-Geschichte. Ah, ja. Welche Seite nehmen wir? Nehmen wir die? Die schaut doch ganz cool aus, oder? Ja, die nehmen wir. Vielleicht kann ich es ja dieses Mal aus dem Auto heraus. Ich habe keinen Bock aufzustehen, weil ich so unfassbar faul bin. Ja, nee, das sieht scheiße aus. Ich glaube, ich habe eins gefunden. Aber es ist ja auch scheißegal. Wir haben hier das Teil hier auf jeden Fall. Es wird immer wärmer hier drin. Und bevor wir jetzt hier noch viel mehr Zeit verschwenden, reinhauen. Chicken ist ganz gut, der Bun ist auch okay, aber sehr, sehr trocken kommt man es gerade rüber. Ich beiß nochmal rein. Jetzt hatte ich was von der Tomate, dann wird es auch nicht mehr so sehr trocken. Aber ganz sicher bin ich mir irgendwie nicht. Wir probieren mal den mit Käse. Es ist das gleiche drauf, nur halt Käse. Krasser Unterschied. Ich weiß nicht, ob mehr Tomate drauf ist. Nö, ist gar keine drauf. Oder es war eine drauf vielleicht. Aber irgendwie ist da mehr Mayo drauf und der Käse, dieses klebrige von dem Käse, der macht's besser. Also mir schmeckt das Chicken ganz gut. Es ist ziemlich knoblauchlastig, aber echt okay.
Oh, geht wieder. Ja, ich hatte ein kleines Problem. Und zwar, ihr seht, ich bin jetzt auch in einer anderen Umgebung. Ich musste umparken, weil meine Kamera überhitzt war, weil es draußen 35 Grad mittlerweile hat. Also es ist nochmal wärmer geworden irgendwie. Und dann hat meine Kamera beschlossen, das war's, ich mache jetzt Feierabend. Ja. Und deswegen musste ich jetzt umparken. Jetzt bin ich hier direkt neben der Bundesstraße. Deswegen ist es auch ab und zu etwas laut, aber scheiß drauf. Kommen wir zur Bewertung. Der Crunchy Chicken von Burger King bekommt von mir 4 Bärte. Ich komme aus dem Auto raus. Ihr wisst ja, wie das geht. Es ist echt krass, weil während ich die ersten 2-3 Bissen gemacht habe, war er wirklich furztrocken. Also Ich hatte ja 2 Varianten. Den einen mit Käse, den anderen ohne Käse. Ich glaube aber nicht, dass der Käse das Problem war. Es ist die Qualität vom Bun. Auf dem ohne Käse war das Bun so furz trocken und auch teilweise ein bisschen hart. Und der mit dem Käse, da war das Bun richtig schön weich und saftig, wenn man das von einem Bun sagen kann. Also von der Qualität her wirklich von ganz schlecht bis extrem gut für Fastfood-Verhältnisse. Wenn man ein frisches Bun, also frisch, wie es halt frischer auch sein kann, wenn man da ein frisches erwischt, dann ist es ein geiles Sandwich, weil das dann mit dem Fried, Crunchy Fried Chicken wirklich gut zusammenspielt, das echt ein bisschen nach Knoblauch schmeckt und eine andere Geschmacksnote hat wie das normale Chicken von Burger King. Gefällt mir sehr gut, mich stört auch die Mayo so gar nicht. Die macht das Ganze ein bisschen cremig und saftiger. Die Tomaten sind absolut wichtig, weil sonst wäre es wirklich eine extrem trockene Angelegenheit. Aber mit dem Bun, Burger King, es sind 2 Burger gleichzeitig hergestellt worden für mich als Kunde. Ich bekomme einen, der wirklich richtig gut schmeckt, weil das Bun gut ist und dann bekomme ich einen anderen, der einfach scheiße ist. Also man muss es wirklich so sagen. Hätte ich jetzt nur den einen ohne Käse bekommen, hätte der locker ein, maximal 2 Bärte bekommen, weil der echt scheiße war. Man hat sich wirklich totgekaut an dem Teil. Und der zweite war dann echt geil. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfunden mit dem Burger, aber es ist eine neue Panade, also es ist eine neue Rezeptur und es ist ein neues Bun. Und das reicht mir aus, um zu sagen, gut gemacht Burger King, nur kriegt es mit eurer Scheißqualität irgendwie hin. Das kann nicht sein, dass das so krasse Unterschiede hat. Zusammengefasst, wenn ihr das Glück habt und ein frisches Bun bekommt, dann geht raus und holt den. Könnt ihr natürlich nicht vorher wissen, ob das ein frisches Bun wird oder nicht. Aber ich glaube, mir schmeckt er trotzdem mit Käse besser, einfach weil es nochmal so eine gewisse Klebrigkeit. Hört sich auf Deutsch irgendwie scheiße an, also ein bisschen gooey, sagt man im Englischen. Aber das ist halt wie jeder Einzelne das halt mag, aber das mag, wenn es ein bisschen klebrig ist oder nicht. Ich finde es ganz cool bei einem Fastfood-Burger und mit dem Chicken zusammen passt es einfach. Ja, Leute, das war's auch schon wieder von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Dann mal bis dann mal. Stay hungry.